ist es nun also das neue. Ach nee, falsch, das ist noch das alte. Entschuldigung. Also, nochmal. Da ist es also das neue iPhone 7 Plus in diesem Fall. Die haben auch noch das normale 7er in 4,7 und das hier 5,5 Zoll da. Erstmal fällt natürlich auf, das Design ist im Grunde komplett gleich geblieben. Wenn man sich genauer anschaut, hat sich aber doch einiges verändert. Das fällt vor allen Dingen bei dem hier in diesem Farbton, den nennt Apple Diamantschwarz, irrsinnig auf. Es wirkt einfach wie aus einem Stück alles gemacht. Man sieht überhaupt nicht den Übergang vom Metallgehäuse in den Bildschirm. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Blöderweise, dieser glänzende Farbton ist auch echt irrsinnig anfällig für Fingerschmutz. Da muss man andauernd irgendwie das Gehäuse polieren. Deshalb mein Favorit doch eher das matte Schwarz, das schlicht und einfach schwarz heißt. Mein persönliches Highlight an den Dingern ist ganz klar, endlich wasserdicht. Man kann sie da ruhig mal eintunken. Ich habe jetzt vergessen, ein Handtuch mitzubringen, aber das macht denen überhaupt nichts. Die laufen ganz normal weiter. Wovor man sich in Acht nehmen sollte, sind Salzwasser. Danach, nach einem Bad im Meer, sollte man die schnell mit Süßwasser abspülen. Und Spülwasser, weil das dann doch möglicherweise durch irgendwelche Dichtungen dringen kann. Das nächste Highlight für mich, die Kamera. Beim iPhone 7 ist sie so ein bisschen besser geworden. Aber hier, das ist das eigentliche Highlight. Im iPhone 7 Plus sind zwei Kameras drin. Zwei 12-Megapixel-Kameras, eine mit einem Weitwinkelobjektiv und die andere mit einem Teleobjektiv. Man kann jetzt, gerade wenn man entfernte Objekte aufnehmen will, viel näher ranzoomen. Und was mich sehr erstaunt hat, sogar der digitale Zoom des Teleobjektivs funktioniert ziemlich gut, so dass man bis zu 10-facher Vergrößerung gehen kann, ohne dass wirklich unangenehm übergroße Pixel da hineingerechnet werden in das Bild. Das funktioniert alles recht gut. Was sehr vielen Leuten dagegen fehlen wird, offensichtlich jetzt schon fehlt, bei dem Gedanken an diese Geräte, ist die Kopfhörerbuchse, die hier unten normalerweise drin ist. Die gibt es nicht mehr, angeblich, so sagt es Apple, damit man das Ding besser wasserdicht machen kann. Trotzdem liegen hier ganz normale Apple-Kopfhörer dabei, nicht ganz normal, denn hier sind die dann statt mit einer Kopfhörerbuchse, mit einer Lightning-Buchse ausgestattet, so dass man sie da unten anstöpseln kann. Wenn man schon mal ein paar hochwertigere Kopfhörer gekauft hat und die weiter benutzen will, dann gibt es in der Packung diesen kleinen Adapter. In der größten Ausbaustufe kostet dieses iPhone 7 Plus mit 256 GB über 1100 Euro. Das ist fast dreimal so viel, wie man für das allererste iPhone vor 9 Jahren bezahlen musste. Das Upgrade, meine ich, lohnt sich auf jeden Fall. Optisch, klar, die Veränderung gegenüber den 6er, 6S Modellen ist minimal, aber technisch hat sich da drin irrsinnig viel getan.